Ansichten und Einsichten aus der chemischen Industrie in Baden-Württemberg. Aus dem Glashaus. Nächste Woche beginnt bereits die dritte Runde unserer Tarifverhandlungen. Nach Karlsruhe, Darmstadt wird sie in Hannover stattfinden. Und es ist meines Erachtens Zeit, dass wir zu den Realitäten finden. Baden-Württemberg ist ein typisches Mittelstandsland und deshalb muss die Produktivitätsentwicklung unbedingt Berücksichtigung finden. Die Produktivität ist zurückgegangen, die Lohnstückkosten sind demgegenüber angestiegen. Der Spielraum zur Erhöhung von Erzeugerpreisen ist ausgesprochen begrenzt. Das sind die Parameter, die für den Abschluss maßgeblich sein müssen. Nach Tariferhöhungen, die in den letzten beiden Runden sehr hoch ausfielen, müssen wir deswegen dringend zu einer gemäßigten Lohnpolitik zurückfinden. Nur so können Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze gerade auch für den Mittelstand gesichert werden. Dies ist unser Ziel für Hannover.